Ich muss, boah, der hat 944 Leben, ey, den muss ich aber sofort eliminieren jetzt. Let's go. Boah, erst. Alter. Ich weiß, welche Fehler. What? 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 Er macht ihn nicht platt? 863 nur? What? So, meine Freunde, da sind wir auch wieder zurück. Willkommen zu Bakugan Champions von Vestwire. Wir sind mitten im Turnier, beziehungsweise in den Vorkämpfen, glaube ich. I don't know. Wir müssen noch zwei Kämpfe hier machen. Ne, die machen wir jetzt. Zwei haben wir schon im letzten Part gewonnen. Wer es nicht gesehen hat, schaut es sich sehr, sehr gerne an. Wir haben auch neue Bakugans bekommen und haben dort welche getestet. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und falls ihr die Glocke aktiviert habt, ja, ein kleiner Tipp, das ist, musste ich jetzt auch machen. Ich musste die Glocke wegmachen und musste die Glocke wieder aktivieren. Weil bei meinen YouTubern, wo ich die Glocke aktiviert habe, da habe ich auch keine Benachrichtigung mehr bekommen. Und nachdem ich das einmal gemacht habe, ging es. Warum? Ist egal, warum. Hi, ich bin Aquata, das ist meine Schwester Alena. Wir sind auch im Turnier, also lass uns kämpfen. Okay, auf geht's, Leute. Okay. Okay. Brauchte ich über die kleinste Bakukor laufen? Ich war sofort voll gewesen. Also, ich war sofort voll. Da wieder fast. Das ist der Hammer, ne? Das ist der absolute Hammer. Es ist fast sofort voll. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ja, echt. Nein, ach, jetzt betäubt er mich bestimmt, ne? Ja, Mist, ich wollte gerade changen, ey, Mann. Na gut, ist egal. Dann muss ich jetzt erstmal... Dann muss ich jetzt erst einmal mir alles wegziehen, sodass er hier nicht auf dumme Ideen kommt. Dauert noch, ey, sehr lange. Und wenn die da die ganze Zeit change, komme ich auch nicht zum Tauschen, ey. Auch das Goldene. Mann. Jetzt kann ich ja nicht changen. Ich will nämlich Teamangriff wieder machen, weil ganz ehrlich, da ist die einfachste Methode. Sonst dauern die Kämpfe wirklich teil. Was macht die denn wieder? Immer die ist betäuben, ne? Was ein Drecksack, oder? Guck dir dann, das Ding ist sofort voll. Das Ding ist sofort voll. Ja, jetzt kriege ich einen. Der wird nicht lustig. Der wird nicht lustig. War ich da 180, ey. Lichteinbruch war eine coole Attacke, muss ich sagen. Die habe ich gefühlt. Okay, geht noch, geht noch, geht noch. Ja, den habe ich ihn weggezogen. Da kommt der Dicke wieder. Okay, Barbetua geht rein. Ich hoffe, dass die... Ich hoffe, dass der mir jetzt nicht sofort hier wieder was immer mit Betäubung macht. Hausschlag, okay, Hausschlag akzeptiere ich jetzt. Kann ich ja sowieso nicht ändern. Ja, 95, er ist natürlich auch ein heftiger Hit, ey. Aber Team Attack geht drauf und Cycloid ist damit erst einmal eliminiert. Sehr gut. Da brauche ich. Ja, schön weggezogen. Schön weggezogen. Wenn ich jetzt kaputt gehe, bin ich selber schuld. Habe ich Glück gehabt. Ey, ganz ehrlich. Weil ich konzentriere mich hier gerade nur auf die Teamattacke, anstatt ich mal vernünftig angreife, ne? Da bin ich dann auch selber schuld, ne? Wenn ich sowas dann verkacke, ne? Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Da bin ich dann echt selber schuld. Okay, Pegatrix geht drauf, aber ich mache mal den wuchtigen Einschlag. Ich glaube, ich wechsle gleich meinen anderen da, den Aquos. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mit diesen Aquos nicht klar. Der macht mir, wenn ich den mal benutzen sollte, der macht einfach zu wenig Schaden. Der ist mehr so der Supporter. Und das fühle ich gar nicht, ey, irgendwie, weiß ich nicht. Okay, da haben wir auf jeden Fall die Schwäche am Start. Okay, das Kill bekomme ich nicht, aber ich könnte... kann das hier machen. Clownschnitter. Müsste reichen, oder? Reicht auch, genau, ja. Sehr schön. Ja, ich komme da, weiß nicht, irgendwie fühle ich den nicht. Den fühle ich den hier, den fühle ich gar nicht. Weiß aber nicht, ob er jetzt an ihm liegt oder an den Aquos selber. Das kann ich echt schlecht sagen.
Ah Mist, du bist echt stark. Okay, Lichteinbruch bekommen. Hyper Trommelwellen, Hyper Liquid Pfeile. Die Liquid Pfeile könnten eventuell gut sein. Wartet mal, ich gehe mal eben gucken. Team. Wir haben noch gar nicht angefangen, da wechselt die schon. Boah, dann werde ich auch direkt erstmal einen wuchtigen Einschlag reinknallen, ne? Wenn die mir am Wechseln ist, ey, da knallen wir erstmal einen rein, ey. Erstmal zum Anwärmen. Erstmal zum Anwärmen. Ne, genau. Dann wechseln wir mal direkt zu Cybers. Schauen wir mal, was die so drauf hat. Probieren den Bakugan mal richtig gut aus jetzt. Das ging noch. Alter, die macht mich nervös, ne? Weil die nur am Changen ist. Die macht mich voll nervös, Alter. Die ist nur am Changen, ey. Teamangriff. So, erstmal einen weg hier. Erstmal Gilator. Erstmal ciao. Ciao. Genau. Die ist nur am Wechseln, Alter. Krass, ey. Okay, okay, okay. Sollte kein Problem darstellen, denke ich mal. Komm ich nicht dran? Komm ich so nicht dran? Komm ich doch dran? Let's go! Ah, dieses Magnetding ist so cool. Ne? Dieses Magnetding ist einfach so Ehre. Okay. So, Seus wieder raus. Okay. Und wieder. Oh, mega, ey. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendwann verpasst. Ich weiß es nicht. Mhm. Oh, Strudel. So, ich will mal ein bisschen mal ausprobieren hier mit Salus. Mal gucken, was da so drauf geht. 160, ja, ist okay. Ist okay. Warte mal. Und zu Stano machen wir mal. Das können wir ausweichen. Ah ne, Speed Power minus, okay. Aber ich könnte direkt Baku Biss hinterher setzen. Ordentlicher Schaden. Immer schön wegziehen. So, ich wechsle mal zu Barbetua. So, Darkus Heulen drauf. Ein Angriff noch. Habe ich noch irgendwas jetzt? Ne? Oh, reicht nicht aus. Schade. Let's go. Nova Explosion. Auf geht's. Nice. Aber bis jetzt muss ich echt sagen, also von Dragonoid feiere ich total, Barbetua feiere ich total und Twox kam ich bis jetzt irgendwie auch mit am besten klar. Muss ich sagen, ja, also weiß ich nicht. Das, was ich bis jetzt immer so getestet habe, mal so, ne? Muss ich sagen, also deswegen, also bis jetzt komme ich wirklich am besten mit Twox auch klar, ja. Aber ich habe den Dreiköpfigen noch nicht getestet, ne? Den müssen wir natürlich irgendwann mal hochleveln, dass wir den mal testen, beziehungsweise vielleicht bekommen wir irgendwann mal einen auf Stufe 2. Beziehungsweise einmal schon mit Evo drauf. Hey Karl, ich habe meine Kämpfe gewonnen. Hey Spitzemann, du bist der Held vom Erdbeerfeld, was wohl deine Belohnung für den Turniersieg sein wird. Oh, stimmt ja noch, du hast ja noch nicht gewonnen, du musst noch gegen mich kämpfen. Ah, okay. Gewinne gegen den Kampfmeister Kyle, um das Vorrundenturnier am Sideco Beach zu beenden. Hey Kyle, ich hab... Achso, ja, ja, ist ja okay. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt, okay. Okay. Okay.
Bin mal auf den ersten gespannt, was das für einer ist. Den kenne ich nämlich noch gar nicht. Schauen wir mal. Vielleicht setzt er den ja auch sofort ein. Er wechselt sofort. Da ist er. Boah, wer ist er denn, Alter? Farol. Alter, what is this? What is Farol, Alter? Mega. Mega. Ah, gut gewechselt. Gut gewechselt, ey. Ich wollte gerade den Angriff starten, ey. Hätte mir nämlich schön einen Hit gemacht. Ich wollte gerade den Angriff gestartet haben. Der Typ ist schnell. Ich glaube, der Typ hat diese... hat die Schnelligkeitsfähigkeit drauf. Könnte böse werden. Ja, wusste ich. Boah, der ist schnell. Der hat diese Schnelligkeitsfähigkeit drauf. Krass, krass, krass. Mega. Finde ich aber geil. Finde ich sehr gut. Ich benutze den Magnet. Jetzt kann man das zum Beispiel mal sehen, ne? Jetzt kann man das echt mal sehen. So den Unterschied, oder? Jetzt hatten wir ja auch letztens mal gegen einen gekämpft, der uns weggeballert hat, ne? Von daher, ey, das ist mal cool zu sehen. Wie die anderen so ihre Baku-Fähigkeiten. Beziehungsweise ihre allgemeinen Kämpferfähigkeiten einsetzen. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Ja, genau, so Barbette war wieder raus. Ich den jetzt bekommen oder hat er den jetzt bekommen? Kann ich echt ganz, ganz schlecht beurteilen gerade. Ich weiß nicht, wer den bekommen hat. Okay, Barbette war rein. Und da müsste ich eine Teamattacke noch drauf haben. Launchschnitter wird mich jetzt nochmal Schaden machen. 94er Widerstand. Da tut nicht weh. So, dann sammeln wir ein. Und dann war's da. Ui. Oh, den kriege ich nicht. Nein. Nein, bitte nicht verlangsamt. Bitte nur verlangsamt. Ja, danke, 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 danke. Verlangsamt ist nicht so schlimm. Verlangsamt ist nicht so schlimm. Kein Hieb. Oh, der hielt sich. Aber das ist nicht schlimm, wenn er sich hielt. Und knallt mit 325 ein. What? What? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, sehr gut. Spitze, okay. Was gewinnst du wohl? Oh ja, hab ganz vergessen, der Junge da drüben ist eigentlich dein Endgegner. Der hat sich direkt nach dir eingetragen. Aber ich dachte, ich wäre der letzte Teilnehmer gewesen. Ja, weißt du, der kam direkt nach dir zu mir. Und Geld ist viel wert. Er hat die doppelte Teilnahmegebühr bezahlt und die Liga braucht Knete. Da ist er. Was läuft? Bereit zu verlieren, Vance? Nein, bereit zu gewinnen. Wir sind bereit zu gewinnen. Mein Bakugan und ich haben schon alle im Turnier besiegt und wir haben nach dir angefangen. Diese Finalrunde sollte ein Klacks werden. Okay. 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 Der braucht ja nur drüber laufen und der hat dann... Eieiei, ich weiß welche Fähigkeit... Der hat 944 Leben, ich weiß welche Fähigkeit der hat. Ja, ich weiß welche Fähigkeit der hat. Der hat jetzt drüber laufen plus mehr Core. Plus mehr Core hat der. Shit. Oh, das wird nicht lustig. Das wird nicht lustig. Ich muss... Boah, der hat 944 Leben, ey. Den muss ich aber sofort eliminieren jetzt. Let's go. Boah, erst... Alter. Ich weiß, welche Fehler. What? 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 Er macht ihn nicht platt? 863 nur? What? Alter. Er braucht ja nur drüber laufen. Okay, das wird nicht einfach. Was jetzt? Was ist jetzt? Verfall. Wie Verfall? Wie Verfall. Gott, das wird nicht einfach. Das wird echt nicht einfach. Boah, boah, boah. Wer ist ein Gegner? Wer ist ein Gegner? Das ist ein Gegner. Let's go. Darkus Hollen drauf. Komm, zieh 83 ab. Hat aber gereicht. Hat aber glücklicherweise gereicht.
Barbetua kommt. Wie viel Leben hat seine Barbetua? 52, Alter. Das brauche ich. Plus Rüstung. Ich wechsle jetzt sofort. Meine Barbetua ist leider noch nicht voll. Okay, der ist voll. Ich wechsle. Vielleicht ist das mit diesem Magneten gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das mit diesem Magneten wirklich gar nicht so schlecht. Weil der läuft... also hier, was er da hat, meine ich. Ich habe ja den Magnet. Dass du nur drüber läufst, ne, sofort eine einsammelst, weil du hast ja auch... Du hast ja auch diese Geschwindigkeit, ne? Die ich ja, die mir fehlt. Mir fehlt ja total diese Geschwindigkeit. Und die hat er ja. Vielleicht ist das gar nicht. Vielleicht sollte ich das mal. Habt ihr gesehen, ey? Gott. Ich will doch nur meine Barbetua voll machen. Oh mein Gott, nein! Habe ich zu sehr auf Dingens verlassen, auf meine Teamfähigkeit. Das wird mir jetzt hier gerade zum Verhängnis, aber und zwar richtig. Und zwar richtig. Das wird ein heftiger Kampf hier. So, ich wollte eigentlich hier den Biss, wollte ich gemacht haben. Hat mich verdrückt. 205 auf Schwäche, nice. Da könnte ich doch, warte mal, wenn ich das einsammeln, dann könnte ich vielleicht den Schmetterer-Angriff sofort durchziehen. Mit etwas Glück ziehen wir ihn weg. Ja! Sehr gut. Von denen habe ich jetzt nicht so viel Panik. Ich muss jetzt gleich wechseln. Mir juckt die Nase. Na, wenn ich nervös bin, juckt mir die Nase. Aber warte mal. Change zu Dragonite. Ist drauf. Starke Angriffe. Richtig, richtig starke Angriffe. Muss man zugeben. Den kriege ich nicht. Ja, meine Attacken müssen sich aufladen. Ja, das ist so... Ja, das stört mich ein bisschen, muss ich... Boah. Jetzt hat er erst gezogen, ey. Ah, ich bin betäubt, ne? Irgendwie macht er nichts. Ja, dann. Na gut, ich heil mich erst einmal, weil meine Attacken müssen sowieso jetzt erst aufladen. Nice, den habe ich ihn gut gezogen. Oh, Wurst. Flussregeneration. Shit, der regeneriert sich jetzt teils. Naja. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nur die ganzen Sachen hier einsammeln. Weil meine Attacken, das dauert sehr lange, bis die Attacken aufgeladen sind, ey. So, ey, Mann. Jetzt kann ich wieder angreifen. Mann. Bis jetzt sieht's gut aus. Sieht sogar sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich wechsle mal zu Dragonoid. Nochmal. Wir müssen die Attacken aufladen, obwohl ich sagen muss, dieser wuchtige Einschlag, der ist gleich fertig. Ich heile mich mal eben noch mal ganz kurz. Vorsichtshalber. Der wuchtige Einschlag ist gleich drin. Dann habe ich gewonnen. Ich bleib auch stehen. Ich bewege mich nicht mehr. Ja, let's go. Was ein Kampf, Leute. Heftig. Echt heftig. Echt heftig. Ja. Gut gekämpft, hey, der Bakugan ist ziemlich stark. Wo hast du ihn gefunden? Was? Das geht dich gar nichts an. Aber mein Freund hat ihn mir gegeben, deshalb habe ich bestimmt verloren. Preston hat gesagt, der wäre der Stärkste. Preston? Glaubst du, das ist der Junge von der Baustelle? Hast du nicht gemeint, er hätte auch Darkus gehabt? Was ihr wisst davon? Oh, ich habe gar nichts gesagt. Muss weg. Ciao. Ah ja.
Tut mir leid wegen des verspäteten Teilnehmers, aber du hast ja gut in der, du hast ihn ja gut in den Griff bekommen. Mit Geld kann man sich wohl doch nicht alles kaufen. Danke, Karl. Weißt du, wer der Junge war? Oh ja, das war Vance vom Helena Hates Kampfclub. Da draußen haben viele Kinder Bakugan gefunden. Hey, Saida wohnt da. Vielleicht weiß sie ja mehr über diese Kinder. Als ich da letztes Mal mit ihr gesprochen habe, meinte sie, sie wäre auf dem Weg zum Versteck. Dann haben wir wohl eine Spur. Danke für deine Hilfe, Karl. Kein Problem, meine Dudes. Wenn ihr nach Helena Hates geht, schaut euch da mal nach den Infos zum nächsten Turnier um. Ich glaube, da findet dort statt. Okay. So, 1000 Baku-Münzen. Was bekommen wir? Was bekommen wir noch? Aquas Jacke. Baku-Biss. Hyper-Baku-Biss. Energiewandel. Hyper-Fluch des Darkus. Hyper-reflektierende Strahlen. Aquas Gilardo. Nice. Hyos Barbetua. Die sieht geil aus, oder? Die sieht cool aus. Nice. Die sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt schöne Hyper-Attacken auch bekommen, ne? Dann müssen wir auf jeden Fall mal einen draufpacken, würde ich sagen, ne? Oder was sagt ihr dazu? Dann müssen wir auf jeden Fall mal einen draufknallen hier. Genau, pass mal auf jetzt hier. Wir haben nämlich, warte mal. Da, Hyper-Fluch des Darkus. Das sieht doch gut aus. Darkus-Sturm, Donnerschlag. Hyperflucht ist. Ne, warte mal, ich habe andere Sachen bekommen, die ich gut fand. Oh, Barbetua ist auch schon Level 12, ey. Könnten wir gegebenenfalls gleich mal einsetzen, ne? Und der andere, wie viel Level war der? Der war auch schon 12. Nice. Cool. Komm, wir knallen die mal rein hier, mal gucken. So, Hau, Schlag. Zu viele Energiekosten, oder was? Betäuben plus 17. Hyper-Hau-Schlag. Schaden 300. Boah. Geil. Weiß es nicht. Trommelwellen mach ich weg. Mach ich halt. Warum habe ich nicht genug Energiekosten dafür? Ah, ist auch egal. Okay. So. Wir müssen zum Versteck, Leute. Dann gehen wir da jetzt hin. Hey, Ego hat das Zaideko Beach Turnier gewonnen. Spitze, herzlichen Glückwunsch, Ego. Du machst dir echt einen Namen in der Bakugan-Welt. Hast du was über den Jungen beim Bohrer herausgefunden? Danke, Seda. Es hat Spaß gemacht. Wir haben herausgefunden, dass er Preston heißt und dass er in Helena Hates ziemlich beliebt ist. Hast du von ihm gehört? Preston. Ach ja, ich habe ihn öfter mal gesehen, wenn meine Familie beim Country Club war. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Mein Bruder kennt dort jede Menge Leute. Er weiß bestimmt mehr. Hört sich nach einer Spur an. Weißt du vielleicht, wo er sein könnte? Heute Morgen hat er noch irgendwas von einem von neuen Schuhen erzählt, die es jetzt zu kaufen gibt. Ich würde mal die Läden abklappern. Auf nach Helena Hates. Sehr gut, das Ganze, Freunde. Aber ja, in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns nächste Mal wieder. Haut rein, euer Whitey. Ciao.